Eintönigkeit. Atemlos, Leben am Pulsschlag der Zeit. Leblos in diesem Dasein, wann kehrt endlich der Friede ein? Würdevoll, anmutig, frei wie ein Vogel im Wind. Sorglos vergnügt wie ein Kind. Den Frieden, den ich bei dir fand, Herr, nehm ich dankbar aus deiner Hand. Gekehrt, Schatten liegt über dem Land. Sternenklare Nacht, nichts betrübt den Verstand. Der unbeschreiblich schöne Anblick dieser Tafel. Ein Meer aus Blumen. Ein Meer aus Kerzen. Die Liebe steckt in jedem Detail, den Lichtern. Dem Klang.
ganze Menschheit ist zu dem Fest geladen. Jeder erwünscht und jeder hat den gleichen Willen. Die größte Hochzeit dieses Universums, Gott, der Herr, holt seine Braut zu sich. Auf diesen Tag hat Gott schon lang gewartet. Solch eine Liebe hat man nie zuvor gesehen. Das Tor zur Ewigkeit ist weit geöffnet. Wer wird durchgehen? Wer davor stehen? Noch sind die Stühle leer, noch hat es nicht begonnen. Das feste Liebe der Tisch gedeckt, der Saal geschmückt und hell erleuchtet. Das Mahl bereitet, Musik begleitet. Der Himmel lebt seit langem in der Erwartung des großen Hochzeitsfestes, des großen Tags des Herrn. Wie alle Menschen bist du eingeladen. Stuhl ist reserviert an Jesu Seite. Nimmst du den Platz ein, den dein Herr und Gott dir schenkt? Wart nicht auf morgen, triff die Wahl noch heute. Ewige Freude, lass den Platz nicht hörst du heute. Was dir verheißen ist viel größer als der schönste Traum. Im Dunkel dieses Lebens schenkt Gott Hoffnung, einen Lichtstrahl, der die Meer erlischt. Durch seinen Geist vernimmst du Jesu Rufen. Zum Königserbe bist du auserkoren. Wer ist König, wer verloren? Lass deinen Platz nicht leer. Dinge, die passieren, jeden Moment des großen Glücks, den weisen Ratschlag eines Freundes, lenke ich Wissen Stück für Stück. Denn selbst in Krieglein Katastrophen und deinem schlimmsten Lebensjahr kannst du mein Flüstern deutlich hören, das dir versichert, ich bin da. In all dem hörst du meine Stimme, zärtlich rufe ich. Mein Kind, hör bitte meine Stimme, kehr um zu mir, ich liebe dich.
allen Wagnissen des Alltags, an jeden Ort gehe ich mit. Jede Entscheidung will ich führen, kleine, große, Schritt für Schritt. Wenn ich dein Leben noch bewahrte, dir neue Chance zur Umkehr gab, durch die Natur, die du zerstört hast, durch die Versorgung jeden Tag. In all dem hörst du meine Stimme, zärtlich rufe ich, mein Kind, hör bitte meine Stimme, kehr um zu mir, ich liebe dich. In jeder nachdenklichen Stunde, wenn dein Gewissen zu dir spricht, ein jedes Mal, wenn du mein Wort hörst, das appelliert, verlass mich nicht. In all dem hörst du meine Stimme, zärtlich rufe ich, mein Kind, hör bitte meine Stimme, kehr um zu mir, ich liebe Thank you.
they keep telling me I don't have to wait and see, for there's no right or wrong. Just go with the flow, find your place on the stage, get your name on the door, and be called the father of things and see what the future brings. Lord, help me to live a life that's not of this world. It's not worth the gold, not the body, not the soul. Let your light break through the night, make them see what you've done in me. See, they keep showing me what you see is real. Ancient bones can give meaning, and the sole thing to believe in is the mind is always right. Or from your faith disengage, don't burden your heart with it, soon it'll rob you of your will. Lord, help me to live a life it's not of this world. It's not worth the gold, not the body, not the soul. Let your light break through the night, make them see Ihr lieben Kinder, ich lade euch ein, nach vorne zu kommen, hier Platz zu nehmen. Hier, ganz viel Platz. Jetzt gibt es eine Kindergeschichte. Kommt nach vorne, genau. Nehmt Platz. Sehr gut. Wow, so viele Kinder. Ich freue mich so sehr, dass es hier in der Gemeinde Kinder gibt. Da kann man die Kindergeschichte erzählen. Und ich brauche auch heute auch eure Hilfe, ja? Diese Kindergeschichte, die habe ich erlebt, die haben Margarita, meine liebe Frau und ich erlebt und ich möchte sie euch erzählen, aber ich brauche eure Hilfe, okay? Ihr müsst ihr gut zuhören. Und zwar, die Geschichte ist vor 6 Jahren passiert. Vor 6 Jahren, okay? Am 8. August 2017 hatten wir unseren ersten Sohn, das war der Elias, der ist geboren und der war so klein, der hat hier so in meinen Arm gepasst, ich habe ihn so getragen. Und als er geboren war, dann wollte er wahrscheinlich und natürlich auch wir, dass er groß und stark wird. Und jetzt brauche ich eure Hilfe. Wir waren ganz frisch Eltern, was brauchen Babys, damit sie groß und stark werden? Also, jetzt brauche ich eure Hilfe, ihr müsst, was müssen wir dem Baby alles geben,
Was braucht es, damit es groß und stark wird? Als erstes, wenn das ein Baby ist, braucht das Milch. Sehr gut, vielen Dank. Wer hat noch gestreckt? Essen. Mhm, danke schön. Sehr gut. Okay, würdet ihr sagen, nur Essen und Milch? Oder gibt es auch noch andere Sachen, die Kinder brauchen, damit sie wachsen, damit sie gesund bleiben, damit es ihnen gut geht? Was denkt ihr? Ha? Was ist noch wichtig? Ha? Ah, einen Papa, ja, das ist auch wichtig, natürlich. Wasser. Mhm, vielen Dank. Ja, könnt ihr das alle gut hören? Ja, Wasser, Wasser. Ah, da. Kleider. Natürlich, sag's nochmal ganz laut. Kleider. Aha, die Kleider, ganz wichtig. Ja, okay, aber gibt es noch Sachen? Denkt mal drüber nach. Ha? Wenn es gegessen hat, was braucht das Baby noch? Spielzeuge. Aha. Ja, damit es fröhlich bleibt, gell? Damit es auch lacht. Ja, Lachen ist auch wichtig, genau. Und wer hat noch gestreckt? Denkt mal drüber nach. Wo ist es gut, wenn Kinder spielen? Ha? Wo geht man gerne hin? Man geht, also ich habe es wieder vergessen. Alles gut, nimm dir die Zeit. Schaut mal, was ist noch wichtig? Soll das Baby oder das Kind die ganze Zeit liegen? Oder was braucht es noch? Zuhause. Ein Zuhause? Ganz wichtig, ja? Zuhause ist wichtig. Schlafen. Wow, habt ihr es gehört? Schlafen. Oh, da bist du. Schlafen ist wichtig, natürlich. Bett. Ja, genau, ein Bett, damit man schlafen kann. Denn wenn man isst und schläft und während man schläft, dann wächst man auch. Das ist ganz wichtig, zu schlafen, zu essen, glücklich zu sein. Man braucht einen Papa, haben wir gehört. Brauchen wir nur einen Papa? Wen brauchen wir noch? Mama. Was bekommt man von Papa und Mama? Hä? Was bekommt man? Milch. Ja, genau. Aber was kriegt man dort? Liebe. Oh, habt ihr das gehört? Um wachsen zu können, braucht man auch Liebe, wenn man umarmt wird und sagt, so habe ich dich lieb. Ja? Was denkt ihr, was braucht das Kind noch? Soll es die ganze Zeit nur in der Ecke stehen oder nur liegen? Oder was muss es noch machen, den ganzen Tag über? Was wäre gut? Ha? Wo geht ihr gerne hin? Spazieren. Wow, habt ihr das gehört? Spazieren. Was bekommt man, wenn man spazieren geht? Hm, was bekommt man? Ja, sag es nochmal. Frische Luft. Okay, habt ihr es gehört? Ja? Jetzt haben wir so viele Sachen schon zusammen. Frische Luft ist ganz wichtig, dass man atmen kann. Ja, was kriegt man noch da draußen? Da draußen, da kann man auch spielen, wenn man was mitgenommen hat, oder man kann auch zum Spielplatz gehen. Super, und dort bewegt man sich, oder? Ja. Und das ist auch wichtig, sich zu bewegen. Ja? Aber eine Sache ist noch ganz wichtig, die man draußen bekommt. Die bekommt man heute auch, wenn man nach oben schaut. Was denkt ihr, was bekommt man? Wer war noch nicht dran? Ich glaube, du. Hä? Was bekommt man draußen, wenn man nach oben schaut? Was ganz Tolles. Hm? Möchtest du mal was sagen? Nein? Okay, ja. Sonne. Wow, habt ihr es gehört? Soll man nochmal ganz laut? Sonne. Sehr gut, weißt du, die sind nämlich auch, die lieben Erwachsenen sind hier, um auch zu lernen. Habt ihr es gehört, was wir brauchen? Sonne, ja, das brauchen wir, sehr gut. Wir lernen hier alle, was wir brauchen, um groß und stark zu werden. Und genau das war es uns wichtig, unserem Sohn alles zu geben. Aber dann ist etwas passiert. Soll ich es euch erzählen? Aber müsst ihr jetzt ganz leise sein. Ich muss euch erzählen, was passiert ist. Hört ihr zu? Plötzlich merken wir, dass Lias nicht die Milch nicht trinken wollte. Er wollte nichts essen. Am ersten Tag nicht.
am zweiten Tag nicht. Und die Ärzte sagen, das ist nicht gut. Der hat schon abgenommen und der wollte nicht. Wisst ihr, was er gemacht hat, wenn er essen sollte? Wisst ihr, was er gemacht hat? Der ist eingeschlafen. Immer eingeschlafen. Und der war so schläfrig. Immer wollte er nur schlafen. Und dann haben wir uns große Sorgen gemacht. Ich bin vom Krankenhaus nach Hause gefahren und ich war ganz traurig. Habe mich dann niedergekniet vor dem Bett, das war am späten Abend, und ich habe ganz, ganz ernst gebetet, weil ich den Lias so lieb hatte. Und gesagt, lieber Gott, bitte hilf doch, dass er endlich was trinkt, dass er was isst. Und ich habe ihm alles übergeben, dem lieben Gott, und habe mich dann schlafen gelegt. Und in der Nacht bekomme ich eine Nachricht von Margarita. Und wisst ihr, was sie geschrieben hat? Wisst ihr, was sie geschrieben hat? Er trinkt, er isst. Und ich war so glücklich. Ja, er hat gegessen und getrunken und schaut mal, jetzt auch gewachsen. Und ich schaue euch an und sehe, ihr seid auch gewachsen. Und deshalb noch eine ganz wichtige Sache. Neben Sonne, frische Luft, Bewegung, Wasser und gute, gesunde Nahrung und frische Luft ist eine Sache ganz wichtig, und das ist Gottvertrauen, ja? Dem lieben Gott zu vertrauen. Und deshalb auch das Gebet, dass wir zu ihm beten und er uns hilft. Und jetzt, schaut mal, jetzt habe ich eine Herausforderung, eine Aufgabe für euch, okay? Schaut mal ganz genau zu und hört gut zu. Ihr geht jetzt zu euren Eltern und sagt ihnen, Mama, Papa, ich werde dir helfen, groß und stark und gesund zu bleiben, okay? Und dann könnt ihr mit ihnen frische Luft und gute Nahrung essen und Wasser trinken und spielen und umarmen. Wir haben ja auch gehört, Liebe, ja? Also, wollen wir jetzt zu unseren Eltern gehen und sie umarmen und sagen, wir passen auf euch auf, dass ihr gesund bleibt, okay? Kommt, lauft mal zu euren Eltern und sagt mal, wir passen auf euch auf, dass ihr gesund bleibt. So, die Kinder sind am Platz. Ich hoffe, sie haben euch erreicht und euch diese wichtige Botschaft weitergegeben. Es ist eine Freude, hier zu sein. Wisst ihr, dass ich gemerkt habe, dass es etwas Besonderes ist, hier zu sein und gleichzeitig auch, dass man älter geworden ist? Ich bin heute mit meinem Bruder im Nebengebäude bin ich in die Kindersabbatschule hochgelaufen, die Treppe hoch, und habe gemerkt, er und ich sind hier vor 30 Jahren hier auch die Treppe hochgelaufen. Damals sind wir aber nicht mit den Kindern hochgelaufen, mit unseren, sondern alleine, um in die Kindersabbatschule zu kommen. Merke ich, wie die Zeit vergeht. Könnt ihr euch noch an eure Kinderzeit erinnern? Ha? Ja? Zeit vergeht. Gleich mal eine gute Nachricht im Vorfeld. Im Licht der Ewigkeit sind wir noch alle jung. Macht euch also keine Sorgen, alles ist gut. Okay? Im Licht der Ewigkeit sind wir noch alle jung. Heute ist ein besonderer Tag, haben wir gehört. Auf jeden Fall, es ist Sabbat, wir haben heute eine Taufe, das ist etwas ganz Besonderes. Aber gleichzeitig stehen wir auch vor einem neuen Jahr, oder? Und wenn ich euch jetzt die Frage stellen würde, auf was erwartet euch im neuen Jahr? Auf was freut ihr euch? Kann es sein, dass es unterschiedliche Antworten geben würde, oder? Stellt euch vor, ich würde jetzt die Kinder, die hier saßen, fragen, auf was freuen sie sich? Was erwartet sie im neuen Jahr? Kann es sein, oder es wird so sein, dass die Antworten von ihnen ganz anders wären als eure? Hier werden wahrscheinlich... Ich freue mich auf meinen nächsten Geburtstag, ich freue mich, das nächste Mal wieder ein Geschenk zu bekommen, ich freue mich,
Vielleicht kommt jemand nächstes Jahr in die Schule. Es wären unterschiedliche Vorstellungen. Was erwartet uns im neuen Jahr? Auf was kann man sich freuen? Naja, gibt es jemanden, der nächstes Jahr eingeschult wird von den Kindern? Wer kommt nächstes Jahr in die Schule? Ja? Sehr gut, da kann man sich freuen. Wer beginnt einen neuen Lebensabschnitt? Beendet die Schule? Gibt es jemanden hier, der die Schule beendet? Oder eine Ausbildung startet, ein Studium? Gibt es jemand, vielleicht darf man das schon verraten, ja? Gibt es jemanden, der nächstes Jahr heiraten möchte und sich darauf freut? Oder sich taufen lässt? Gibt es jemanden, der sich freut und sagt, nächstes Jahr gehe ich in die Rente? Freue mich drauf. Manche wünschen sich schon, ja? Das nächste Jahr kann voller Überraschungen sein. Schöner Momente, auf die man sich freuen kann. Aber ich muss euch sagen, ich möchte auch mich freuen. Ich denke, es gibt auch viele Gründe, sich zu freuen. Ich habe mir so eine Angewohnheit gemacht, dass ich sage, jeden Abend, wenn ich so das Abendgebet spreche, sage ich dem lieben Gott, für was ich dankbar bin. Einfach um das Positive im Blick zu haben, oder? Ist doch gut. Das ist wichtig. Und möchte aber nicht verheimlichen, dass natürlich auch manchmal so in meinem Herzen Dinge gibt, die, wo man sich fragt, was erwartet uns, mich, dich im nächsten Jahr? Ich hatte Anfang Dezember, ich würde mal sagen, doch eine sehr spannende und herausfordernde Situation. Ich war im Dezember, gibt es viele Sitzungen in unserer Freikirche und ich habe das Vorrecht, sowohl in der Vereinigung als auch im Verband in den verschiedenen Sitzungen zu sein und im Dezember sammelt sich das so zusammen und ich war auf der FIT-Sitzung, das ist so die Abschluss, Jahresabschlusssitzung der Freikirche, unserer Freikirche in Deutschland, der zwei Verbände. Und an einem Dienstagmorgen, wir hatten unsere Gebetszeit als Team, also wir in der Vereinigung haben uns so am Dienstagmorgen um 6 Uhr über Zoom getroffen, um gemeinsam zu beten. Und ich weiß noch, wie an diesem Tag ich so aufgewacht bin und mir die Frage gestellt habe, wow, was bringt die Zukunft für unsere Gemeinde? Muss ich ehrlich sagen, das hat mich beschäftigt. Es wird euch sicherlich nicht entgangen sein, dass unsere Gemeinde sich mit einem gewissen Thema gerade auseinandersetzt. Da geht es auf einmal um die Frage, ist es möglich, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen? Ist da. Ich kann es nicht mehr wegmachen, nicht mehr wegdiskutieren, es ist da. Wir müssen uns dieser Frage stellen. Und viele haben diese Frage und es gibt viele, die sie mit Nein beantworten und es gibt auch viele, auch in der Leitung, auch auf meiner Ebene, sage ich mal, in der Leitungsebene, die sie mit Ja beantworten. Und das war so die Frage, wo ich mir gestellt habe, das ist meine Gemeinde, hier bin ich groß geworden, was bringt das nächste Jahr so mit sich? Und während ich mich so beschäftigte mit den Gedanken, und es war mein Anliegen auch darüber zu beten, merkte ich plötzlich, wie ein Kollege, mit dem, der auch dabei war, auch ein Prediger, der bei uns im Team ist, seine Sorgen offenbarte und sagte, seine Tochter wurde mit Hautkrebs diagnostiziert und dem geht es gar nicht gut. Boah, ein Vater, der das erlebt, wie muss es der Tochter gehen, die im Dezember heiraten wollte. Sie haben geheiratet und trotzdem, das überschattet ja alles. Wir haben uns Zeit genommen, dafür zu beten und er hat sicherlich auch die Frage und auch seine Tochter, was bringt das nächste Jahr? Was wird das bringen? Es gibt so viele schöne Sachen, über die man sich freuen kann fürs nächste Jahr und gleichzeitig, vielleicht hast du das auch, sitzt du hier und denkst, was erwartet mich in der Zukunft? Ich habe ein bisschen aus meinem Herzen geteilt. Das ist das, was mich an dem Moment beschäftigt hat. Was erwartet mich? Wisst ihr, ich habe von einer Frau gelesen und als ich von dieser Frau gelesen habe, sie war
an dem Moment, wo sie das veröffentlicht, also wo das beschrieben wird, was sie gesagt hat, was sie gedacht hat, an dem Moment war sie schwanger. Und auch sie stellte sich die Frage, was bringt die Zukunft für mich? Diese Frage stellte sie sich. Und als sie das Kind geboren hat, hat sie eine Aussage gemacht. Und diese Aussage wurde niedergeschrieben und vielfach verbreitet. Und sie hat dort etwas formuliert und ich möchte es euch vorlesen. Sie sagte, Kaniti ish et Adonai. Kaniti ish et Adonai. In dem Moment, als sie sich die Frage stellte, was bringt die Zukunft, hat sie eine Antwort für sich gefunden und sagte, ihr habt sicherlich gehört, das ist Hebräisch, auf Deutsch heißt das, ich habe einen Mann geboren, und jetzt kommt's, den Herrn. In der Lutherbibel wird das etwas anders wiedergegeben. Da heißt es, und ihr habt es vielleicht gemerkt, es geht um Eva. In 1. Mose 4, Vers 1, als das Kind geboren worden ist, steht es hier in der Lutherübersetzung, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Im Hebräischen ist es, wenn man das buchstäblich übersetzt, ich habe einen Mann geboren, den Herrn. Und dort steht das Wort Yahweh, aber jeder Hebräer spricht natürlich nicht Yahweh aus, sondern sagt Adonai. Diese Aussage kam ja nicht einfach so, sondern sie hat das, was in 1. Mose 3, Vers 15 stand, was Gott zur Schlange gesagt hat, hat sie noch buchstäblich sozusagen im Ohr gehabt. Und aufgrund dieser Prophezeiung, das war die erste Prophezeiung, die Gott den Menschen gegeben hat, hat sie diese Aussage getätigt. Denn Adam und Eva haben sich damals ja auch die Frage gestellt, nachdem alles sozusagen verloren schien, fragten sie sich, was bringt die Zukunft für mich? Und Gott in dem Moment beantwortet diese Frage, diesen Wunsch, diese Sehnsucht zu wissen, was bringt jetzt die Zukunft in dieser unsicheren Zeit? Sagt er den Menschen, der Menschheit, sagt er die entscheidende Prophezeiung schlechthin. In 1. Mose 3, Vers 15 heißt es, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, und der Frau, Eva. Und zwischen deinen Nachkommen, also denen, die den Geist haben, und ihren Nachkommen, also die der Linie der Gläubigen sind. Der soll dir den Kopf zertreten, der. Irgendwann soll der kommen, der die Schlange besiegt. Und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und so war die Sehnsucht von Eva, und sie hat es übrigens recht gut verstanden, oder? Wer der Messias sein wird. Habt ihr es gelesen? Yahweh, Adonai, der Herr selbst. Schon außergewöhnlich, oder? Dass sie das verstanden hat, dass der Messias, der Einzige, der gegen die Schlange überhaupt gewinnen kann, kein Mensch sein kann und sicherlich kein Engel, sondern nur Gott selber kann den Teufel besiegen. Und diese Prophezeiung ist das, was Eva und Adam sicherlich Hoffnung gegeben hat. Und so blickte sie, nachdem das Kind geboren worden war, blickte sie in die Zukunft und fragte sich, was bringt die Zukunft? Was erwartet mich in der Zukunft? Und jeder, der den Abschnitt dann gelesen hat, musste bitterlich feststellen, und versetzt euch in die Lage von Eva. Versetzt euch mal in die Lage von Eva. Sie hat jetzt diese Hoffnung, das ist möglicherweise der Messias, also sie war voll der Überzeugung, und dann ist Kain nicht der Messias, sondern wird zum Mörder, zu einem Mörder. Und jetzt scheint alles verloren zu sein. Was bringt also die Zukunft? Und abhängig davon, wie wir das schauen, lesen wir nur den Abschnitt über Kain oder blicken wir auch auf Seth, werden wir merken,
dass die Bibel sowohl, und jetzt vielleicht etwas, was du für dich so mitnehmen kannst, sowohl die Lebensrealität der Sünde darstellt und nicht verheimlicht und dir und mir offenbart. Was erwartet uns im neuen Jahr? Dich erwartet die große Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis. Darf ich das so sagen? Das ist das, was dich buchstäblich erwartet. Und wisst ihr, wo dich das erwartet? In deiner Familie. Es erwartet dich in deiner Verwandtschaft. Es erwartet dich in deiner Nachbarschaft. Es erwartet dich in deiner Schule, auf der Arbeit und sicherlich auch in dem politischen Geschehen unserer Zeit. Das erwartet dich im nächsten Jahr. Die große Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis. Und hier haben wir auch gelesen, dass das, was dich erwartet, mit Leid, Hass und Gewalt zu tun hat. Wenn man aber nur den Blick darauf richtet und sagt, ist das alles, was mich erwartet in dieser Welt, kann man ziemlich hoffnungslos werden. Und aus diesem Grund durchzieht die Bibel wie ein roter Faden die Verheißung, dass der Messias kommt und er siegt. Und darauf kannst du dich verlassen und es wird ein Ende haben und es wird besser. Durchzieht das und wird mit der Geburt von Seth sozusagen deutlich. Auch wenn Kain Abel umgebracht hat, schenkt Gott Hoffnung. Und das möchte ich auf dein Leben übertragen. Es kann sein, dass du in deinem Leben Hass, Ablehnung, Gewalt, Missbrauch, Lieblosigkeit, Einsamkeit, alles Mögliche erlebst. Du sollst sicher sein. Du sollst sicher sein. Gott sieht das. Er fühlt mit dir. Er hat das buchstäblich selbst erlebt. Buchstäblich. Und er wird diesem ein Ende setzen. Das ist die Hoffnung, die durch Seth sozusagen deutlich wird, eine Hoffnung, dass das, dieser Kampf, diese große Auseinandersetzung, nicht durch Kain und die Machenschaft der Schlange beendet wird. Also wenn du in deine Familie schaust, auf deine Arbeit, in das politische Geschehen, du kannst sicherlich viel Negatives sehen, aber für das neue Jahr ermutige ich dich, schau auf Seth und wie die Linie weitergeht. Vor zwei Wochen, etwas mehr als zwei Wochen, habe ich Heinz Hopf angerufen. Kennt ihn noch jemand? Heinz Hopf? Kennen ihn noch ein paar. Bevor er Hartbiro-Vorsteher war, war Heinz Hopf viele Jahre Vorsteher in unserer Vereinigung hier. Und ich habe ihn angerufen, er ist mittlerweile alt geworden. Ihr habt vielleicht in der Bewegung das Interview noch gelesen. Mir war es ein Anliegen, noch einmal von ihm etwas noch mitzubekommen für alle von uns. Und so habe ich Erhard gebeten, das Interview mit ihm zu führen und bin dankbar, dass es veröffentlicht worden ist. Ich habe ihn angerufen und es war mir bewusst, wieso dieses Telefonat so wichtig war. Heinz Hopf ist ja an Leukämie erkrankt und wird nur noch durch Bluttransfusionen am Leben gehalten. Und zu Weihnachten war eine besondere Zeit. Er hat sich im Kreise seiner Lieben getroffen, um sich voneinander zu verabschieden. Denn im neuen Jahr soll es keine Bluttransfusion mehr geben. Als ich ihn so angerufen habe, wisst ihr, wem ich sozusagen begegnet bin? Einem fröhlichen Menschen, der nicht auf Kain geschaut hat, versteht ihr, sondern auf Seth. Der auf die Hoffnung geschaut hat und gesagt hat, das, worauf er sich freut, ist niedergeschrieben in der Heiligen Schrift. Der Tod und das, was vor ihm liegt, macht ihm keine Angst, keine Sorgen,
Sein Leben ist geordnet, er hat Frieden im Herzen. Und das ist das, was mich einfach erfüllt hat. Denn, darf ich das so sagen? Wenn Christus nicht vorher kommt, wirst auch du eines Tages an diesem Moment sein. Und das wünsche ich dir, und das wünsche ich mir, dass du geordnet, voller Frieden im Herzen, dich verabschieden kannst von deinen Lieben und sagen kannst, es war eine besondere Zeit mit euch und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ich bin dankbar dafür, mit dem Herrn verbunden zu sein. Das ist das, was ich dir fürs neue Jahr sozusagen wünsche. Frieden im Herzen. Dass du nicht auf die Krankheit und das Leid und den Tod hier schaust, sondern vielmehr darauf blickst und dir sagst, was erwartet mich in der Zukunft? Genauso wie Heinz Hopf die Auferstehung erwartet, erwartet mich das auch. Das ist das, worauf ich mich freue. Das Positive, was Gott uns versprochen hat. Viele, viele Jahre, eigentlich Jahrtausende vergehen. Eine ähnliche Situation spiegelt sich in 1. Mose 49 ab. Jakob ist alt geworden. Er ist alt geworden. Und er versammelt seine Söhne an sein Bett, um jedem etwas für die Zukunft mitzugeben. Denn auch sie stellen sich die Frage, die Söhne, was erwartet mich in der Zukunft? Was erwartet mich in der Zukunft? Und dann nimmt er sich Zeit, in prophetischer Schau, die Gott ihm gegeben hat, offenbart er jedem die Zukunft. Und bei Juda gibt es eine besondere Aussage. Da heißt es, Juda, du bist es. Juda, du bist es. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, Vers 10. Noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Bis dass der Held komme. Luther übersetzte diese hebräische Bezeichnung Shiloa, in der Elberfelder müsste es so stehen, mit Held. Die Herausforderung, dass dieser Begriff nur einmal vorkommt, macht es so ein bisschen schwierig. Was bedeutet das? Ich bin davon überzeugt, dass diese Bezeichnung Shiloa genau das ist, was auch Ellen White in dem Buch Desire of Ages, ich habe es jetzt leider nur aus dem Englischen, Seite 52 schreibt, das ist der Friedensbringer. Shiloa, der Friedensbringer, eine alte hebräische Bezeichnung. Der Friedensbringer. Und etwas Außergewöhnliches. Wenn wir also auf den Messias schauen und nach all den Jahren, mehreren Jahrtausende sind vergangen, die Menschheit hat verstanden, es gibt keinen Frieden auf dieser Welt. Und dann offenbart Jakob, der kommt, ist der Friedensbringer. Ist der Friedensbringer. Es ist schon interessant, dass diese Aussage getätigt wird, kurz bevor der Frieden von Israel genommen wird, oder? Nur etwas später wird das Volk Israel gefangen genommen, versklavt, ohne Freiheit, ohne Entwicklungsmöglichkeit. Und das ist auch die Realität, die dort beschrieben wird. Und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt das lesen, auf was tun wir unseren Blick? Und die Bibel ist deutlich, sie verheimlicht nicht, dass das, was die Menschheit erwartet, ist, dass es Kräfte gibt, die Menschheit versklaven wollen. Ich sage es euch, wie es ist. Es gibt Kräfte, die Menschheit versklaven wollen. Ellen White macht
eine ganz krasse Aussage, dass der Teufel ständig dabei bemüht ist und agiert, eine religiöse Form der Sklaverei einzuführen. Dieses Zitat ist außergewöhnlich, was Ellen White macht. Und deshalb er bestrebt ist, der Teufel die bürgerlichen und religiösen Freiheiten zu zerstören. Genießt ihr die bürgerlichen und religiösen Freiheiten? Wenn wir in die Kirchengeschichte zurückschauen, war das immer nur ein sehr kurzer Abschnitt und wurde mit Blut erkauft. Es ist so, bürgerliche und religiöse Freiheit, wer sie hat, selbst heute, schaut euch die Welt an, wo würdet ihr am liebsten wohnen? Wo würdet ihr am liebsten wohnen? Das, was wir haben, ist nicht selbstverständlich. Also was erwartet uns in der Zukunft? Ganz klar, eine Auseinandersetzung, dass du auch im nächsten Jahr, dass dir das genommen wird, was für Gott so kostbar ist. Religiöse Freiheit, Entscheidungsfreiheit, Gewissensfreiheit. Das ist der Kampf, um den es geht. Und der wird nächstes Jahr sicherlich nicht weniger werden. Ich sage es euch, wie es ist. Der wird nicht auf der ganzen Welt, ich spreche nicht von Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, wird nicht weniger werden. Und in Deutschland hoffe ich, dass keiner sich etwas vormacht, dass es hier einfacher wird. Die Bibel sagt nämlich, dass kurz vor der Wiederkunft die Völker zornig geworden sind. Das ist das, wohin die Reise geht. Und man könnte diesen Blick nur jetzt darauf richten und sagen, das ist das, was uns erwartet. Aber so wie damals der Herr Mose aufgerichtet hat, wird auch Gott im nächsten Jahr Menschen die Erkenntnis schenken, für diese Sache zu kämpfen und zu sagen, wir wollen uns für Gewissensfreiheit einsetzen. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass die religiöse Freiheit, die bürgerliche Freiheit bewahrt bleibt. Und kennt ihr die Aussage, auch von Ellen White, dass Gott sogar in der Politik, man kann über Politik viel schimpfen, aber unsere Aufgabe ist vor allem für sie zu beten und die Möglichkeit zu nutzen, dass Gott dort Menschen hat, sogar Politiker, sie schreibt davon, die das Schlimmste sogar noch verhindern. Es wäre noch viel schlimmer hier. Aber Gott nutzt diese Menschen, die dort sind, die dafür einstehen. Und die Bibel ist voll davon, oder? Eine bekannte Persönlichkeit ist sicher Daniel, oder? Die sich eingesetzt hat, um Schlimmes zu verhindern. Wir können dankbar sein. Also was erwartet uns in der Zukunft? Und diese Frage, die in Bezug auf Religionsfreiheit, hat sich vor ein paar Wochen auch eine junge Frau aus unserer Gemeinde gestellt. Wir hatten mit der Familie hatte ich Kontakt, sie hat mich angerufen, sie hat gerade ihr Studium begonnen. Versteht ihr, so aus einem guten Elternhaus, man ist aufgewachsen, es gab in der Schule ja nicht diese Schwierigkeit und plötzlich im Studium die Prüfung am Sabbat. Zack, da ist es. Und wie geht man jetzt damit um? Und wie geht man damit um, wenn es plötzlich darum geht, die Religionsfreiheit? Ist sie etwas wert? Ist der Sabbat etwas wert oder nicht? Und ich habe mit der Familie gesprochen und es war schön zu hören, dass sie sich und auch besonders die Tochter, die das betroffen hat, im Herzen vorgenommen haben, wie Daniel. Ja? Er hat nicht gebetet und gesagt, ich bin noch nicht entschieden, hilft, dass die Umstände so sind, dass ich mich nicht entscheiden muss. Sondern er hat sich im Herzen vorgenommen, schon im Vorfeld, sich mit der Speise des Königs nicht zu verunreinigen. Und wenn das dann kommt, dann muss Gott helfen. Aber die Entscheidung wurde im Vorfeld gemacht. Das heißt, wenn jetzt ihr ein gutes und ruhiges Leben habt, kann sich das ziemlich schnell ändern. Plötzlich kann die Sabbatfrage relevant werden. Plötzlich, und das ist auch für mich jetzt auch in den Fokus gerückt, was passiert, wenn in Deutschland wieder die Wehrpflicht eingeführt wird? Ja, der Verteidigungsminister spricht jetzt ja auch offen wieder darüber, dass er das einführen möchte. Und das wird, ich sage es euch, wie es ist, das wird Menschen und auch bei uns, Geschwister, junge Männer, vor Herausforderungen stellen, oder? Was macht man in so einer Situation? Da ist es wichtig, sich im Vorfeld
diese Entscheidung zu treffen, ja, wie man agieren möchte, was man tun möchte, wie Daniel, schon im Vorfeld eine Entscheidung treffen. Ich möchte das und das tun. Ich möchte Gottes Gebote halten. Wisst ihr, wie schön es war, ein paar Wochen später einen Anruf zu bekommen, wo sie wollte Danke sagen. Dabei habe ich ja nicht viel gemacht. Es war ja die Führung Gottes. Und sie hat einfach mit Freude erzählt, dass es geklappt hat. Gott hat es geführt, dass sie am Sabbat die Prüfung nicht machen muss. Und stellt euch vor, so für einen jungen Menschen, was für eine Erfahrung das ist. Ich glaube, das ist essentiell. Aber man macht keine Erfahrungen, wenn man keine Entscheidungen im Vorfeld trifft. Wenn man einfach nur sitzt und sagt, Herr, führe die Umstände so, dass ich nicht in Versuchung komme. Kennt ihr das? Ja? Dass ich bloß nicht herausgefordert werde. Das gibt es in dieser Auseinandersetzung auf dieser Erde nicht. Also, was bringt die Zukunft für mich? Was bringt das neue Jahr? Kommt darauf an, wie wir uns entscheiden. Kommt darauf an, auf was wir den Blick richten. Und dann nehme ich euch noch mit weiter. Was bringt die Zukunft für mich? Was bringt die Zukunft für uns? Fragte sich das Volk Israel, als es ausgezogen war aus Israel. Und ein besonderer Moment war da. Mose steht vor dem Volk. Entschuldigung, das Volk Israel ausgezogen aus Ägypten. Und sie stehen da und jetzt wollen sie wissen, was bringt die Zukunft? Und im Vorfeld hat Gott immer offenbart, indem er Prophezeiungen getätigt hat, messianischer Natur. Da kannst du machen, was du willst. Die werden sich so erfüllen. Diese messianischen Prophezeiungen sind so fest, die kann der Mensch nicht verändern. Der Teufel hat es auch nicht geschafft. Gott sagt, so wird es kommen. Aber es gibt noch eine andere Prophezeiung. Die ist, man nennt sie die bedingte Prophetie. Die ist an Bedingungen geknüpft. Das ist dann abhängig, nicht von der Entscheidung Gottes, weil er hat sich entschieden und der Messias wird kommen. Das ist abhängig von den Menschen. Und wie du dich entscheidest, so wird auch dein Weg oder sogar der Weg der Gemeinde verlaufen. Und dieser Moment war in 5. Mose 28. Da steht das Volk Israel vor Mose und Mose offenbart ihnen zwei Wege und sagt, wenn ihr das Gebot, die Gesetze Gottes halten werdet, dann kommen all diese Segnungen. Glaubt ihr daran, dass das passieren wird? Diese Segnungen, die kommen, wenn man sich daran hält. Ich hoffe, dass hier differenziert wird, wenn ich darüber spreche. Das ist ein Fakt. Aber das soll uns nicht den Blick sozusagen trüben, dass andere Menschen sich anders entscheiden können und unser Leben auch beeinflussen, oder? Wenn jemand sich entscheidet, betrunken Auto zu fahren und gegen unser Auto fährt, dann ist es leider die Entscheidung dieser Person gewesen, sich zu betrinken und betrunken zu fahren. Das heißt, Segen und Fluch ist manchmal so vermischt. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wenn wir Gottes Gebote halten, Gott den Segen schenkt. Und das offenbart er hier. Und gleichzeitig offenbart er auch, dass wenn er es nicht tut, das ist manchmal so. Ich sag's mal so, wie in der Physik, wenn ich die Hand loslasse, was wird passieren? Es ist Gesetzmäßigkeit, das fällt runter. Und die Gesetzmäßigkeit in der Bibel ist, dass der Segen an Gottes Gesetze, an die positiven Gesetze dranhängt. Leider gibt es aber auch den anderen Weg und Menschen entscheiden sich auch etwas Schlechtes zu tun und wir sind nicht in einem Vakuum, das hat dann Einfluss auf uns. Und denkt dran, es gibt auch noch den Teufel, oder? Der hat auch noch Interesse, euer Leben zu zerstören. Und als ich das so gelesen habe und mir so die Frage gestellt habe, die haben sich damals diese Frage gestellt, als ganzes Volk stehen sie so da und Gott legt es ihnen durch Mose vor, wenn ihr euch so entscheidet, Gottes Gesetz zu halten, dann wird das so sein. Und wenn ihr euch so entscheidet, dann geht der Weg für euch dahin. Leider
Und das wisst ihr, oder? Das wissen wir aus der Schrift. Das Volk Israel hat sich leider oft falsch entschieden und musste bitterlich die Konsequenzen spüren. Heute und sicherlich auch nächstes Jahr ist unsere Gemeinde gefordert. Und das muss ich so auch sagen, als Pastor, als Prediger, als Vorsteher dieser Freikirche in Baden-Württemberg, wenn ich beobachte, was gerade passiert. Und ich möchte ganz klar artikulieren, das, was mich momentan beschäftigt, wie wird sich unsere Gemeinde in Deutschland entscheiden? Da rede ich nicht darum, dass wir schlecht über Menschen reden sollten. Versteht ihr? Es gibt zwei wichtige Aussagen in der Bibel. Liebe deine Nächsten wie? Dich selbst. Das gilt für alle Menschen. Egal, wo sie kommen, Mann oder Frau, egal wie sie empfinden oder welche Neigungen sie haben, auch im sexuellen Bereich. Verstehen wir? Das ist ganz klar, das ist eine biblische Botschaft. Und das ist unsere Botschaft. Und gleichzeitig muss sich unsere Gemeinde entscheiden, in Deutschland, muss sich entscheiden, ob die zwei Institutionen, die zwei Geschenke aus dem Paradies, welche sind es? Der Sabbat und die Ehe. Ob der Mensch definiert, wie sie auszuleben sind, oder Gott definiert. Entweder ist der Sabbat am Sabbat, also von Freitagabend Sonnenuntergang bis Samstagabend Sonnenuntergang, oder ist es am Sonntag, der Mensch definiert es. Entweder hat Gott gesagt, die Ehe ist zwischen einem Mann und einer Frau, oder der Mensch definiert, wie die Ehe zustande kommen soll. Versteht ihr? Das wird die Herausforderung sein. Genauso wie damals müssen wir auch heute als Kollektiv uns entscheiden, welchen Weg wir gehen. Und ich hoffe und bete und möchte mich persönlich dafür einsetzen, dass wir auf der einen Seite alle Menschen lieben und mit Respekt mit ihnen umgehen und auf der anderen Seite nicht nur den Sabbat verteidigen, sondern auch die Ehe. Sondern auch die Ehe, ihr Lieben. Was bringt also die Zukunft für uns als Freikirche? Ich glaube, es kommt darauf an, auch wie wir den Blick darauf werfen. Manche sind momentan etwas überrascht. Wie kann das in der Gemeinde Gottes so ein Thema sein? Ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen, den Blick auf Jesus zu richten. Wie ging es ihm in seiner Gemeinde? Wie ging es Jesus in seiner Gemeinde? Und trotzdem war es seine Gemeinde. Und wenn bestimmte Leiter oder Pastoren oder Theologen, die das fördern, diesen Weg weitergehen, dann wird Jesus ganz einfach neue Leiter und neue Pastoren und neue Verantwortliche berufen. So wie damals auch. Jesus ist an denen vorbeigegangen, die Gottes Gesetze abgelehnt haben und ist zu denen gegangen, die einfach waren, die ihm gefolgt sind und die das angenommen haben. Und so wird es heute auch machen. Also lasst euch nicht entmutigen und denken, wie kann das in unserer Gemeinde sein? Haben wir vergessen, dass es einen Kampf gibt zwischen Licht und Finsternis und dass dieser Kampf in der Gemeinde tobt? Möchte der Teufel nicht diese Gemeinde unterkriegen? Also, wir wollen den positiven Blick nach vorne haben und gleichzeitig nicht vergessen, was hätte sein können, wenn Israel Gott treu geblieben wäre, das ist die richtige Zeitform. Was wäre, wenn Israel damals Gott treu geblieben wäre und den Messias angenommen hätte? Wisst ihr, was passiert wäre? Mein Sohn, jeden Abend, Leas, wenn wir zusammen beten, dann betet er auch, dass der Krieg in der Ukraine und der Krieg mit Israel und Palästina, dass das dort aufhört. Fand ich ganz toll. Gestern hat er auch gebetet, ich habe mich bedankt, weil gesagt, toll machst du das. Es sind viele Menschen, die gerade leiden und viele verlieren ihr das Leben. Das ist wichtig, dafür zu beten, dass Gott das beendet. Und dann musste ich daran denken, was Ellen White im Leben Jesu auf Seite 669 schreibt. Würde Jerusalem erkannt haben, was es bevorzugt hätte erkennen können und hätte es das Licht beachtet,
das ihm vom Himmel gesandt wurde, dann wäre es hervorgetreten in der Blüte seines Wohlstandes. Könige aller Königreiche, frei dank der von Gott empfangenen Macht. Dann hätten keine bewaffneten Soldaten an seinen Toren gestanden. Keine römischen Fahnen hätten von ihren Mauern geweht. Die herrliche Bestimmung, mit der Jerusalem durch die Annahme des Erlösers gesegnet worden wäre, stand dem Sohn Gottes vor Augen. Und jetzt achtet, schaut mal, was er gesehen hat, was Jesus gesehen hat, als er so geweint hat über Jerusalem. Achtung, er sah, dass es durch ihn hätte von schwerer Krankheit, hatten wir heute über Krankheit, habe ich über Krankheit gesprochen? Von Krankheit? Von Knechtschaft, habe ich vorhin von Knechtschaft, von Sklaverei gesprochen? Befreit und zur mächtigen Hauptstadt der Welt hätte erhoben werden können. Es wäre der Welt größte Kostbarkeit geworden. Wahnsinn. Jerusalem, die Hauptstadt, wäre heute noch da. Was für eine Gotteserkenntnis wäre das für die Welt. Und das kann auch für uns als Gemeinde sein. Wir können den Messias jederzeit immer wieder heute annehmen und sagen, wir wollen Gott treu bleiben. Wir wollen Gott treu bleiben. Und wir wollen das weitergeben. Nicht nur an diese kleinen Kinder. Wir wollen an alle das weitergeben. Dass das Gesetz Gottes gut und heilig ist. So, jetzt kannst du zu Mami. Lauf mal zu Mama. Lauf zu Mami. Tschüss, tschüss. Ja. Dann hätten wir wahrscheinlich einen Ausflug nach Jerusalem als Gemeinde planen können und könnten lernen. Ja, so wie es auch prophezeit worden ist im Alten Testament als bedingte Prophetie. Was hätte sein können, wenn sie den Messias angenommen hätte? Dann hätten die Heiden, wären dahin geströmt, um von Jerusalem, von Israel zu lernen. Boah, was für eine Möglichkeit. Und diese Möglichkeit steht uns auch als Gemeinde zur Verfügung. Wenn wir sagen, nee, wir entscheiden uns, Gott treu zu bleiben, egal wie die Konsequenzen sind, egal, wenn in der Gesellschaft heute, auch in Deutschland, gerade der Weg dafür freigemacht wird, dass man jedes Jahr sein Geschlecht ändern kann. Wir wollen Gott treu bleiben und sagen, Gott schuf den Menschen als Mann, Gott schuf den Menschen als Frau. Und das ist das, was wir in Liebe weitergeben wollen, ohne irgendjemanden zu beleidigen, sondern höflich und freundlich. Was bringt also die Zukunft für mich? Das ist so meine letzte Mal, dass ich das jetzt frage und ich möchte sie noch einmal zusammenfassen und beantworten. Was bringt also die Zukunft? Und diese Frage hat sich mein mittlerer Sohn Javin vor ein paar Wochen, als ich ihn auch ins Bett gebracht habe, hat er diese Frage in einer anderen Form gestellt. Weil für ihn war klar, dass die Zukunft nur etwas Positives bringt. Er hat nicht mehr die Frage gestellt, Papa, erzähl mir doch mal, was bringt das Jahr 2024 für mich? Nee, so hat er sich die Frage nicht gestellt. Er hat einen anderen Fokus gelegt. Und vielleicht würde dir das auch helfen, diesen Fokus so zu legen. Er hat mir die Frage gestellt, Papa, wann kommt Jesus wieder? Wann? Das ist eine spannende Frage. Denn für ihn war klar, für mich bringt die Zukunft den Messias, Jesus. Das war für ihn klar. Die Frage nur noch, wann? Und diese Frage habe ich ihm beantwortet. Und ich möchte diese Antwort auch dir heute mitgeben. Ich habe nicht angefangen, ein Offenbarungsseminar zu geben. Obwohl ich glaube, dass jeder von uns gut daran tun würde, Daniel und das Buch Offenbarung jetzt zu studieren, wenn wir vorbereitet sein wollen für das, was in kurzer Zeit über diese Welt kommen wird. Aber ich habe ihm eine andere Antwort gegeben, die genauso essentiell ist.
Ich habe ihm gesagt, weißt du, Yavin, wenn Jesus für dich und mich und uns die Wohnungen fertig gebaut hat, dann kommt er, um dich und mich zu holen. Das hat er versprochen. Denn das ist das, was ein Kind in dem Moment verstehen kann. Er baut dort etwas fertig und dann kommt er. Und so möchte ich dich also mit diesem letzten Vers oder mit den Versen aus der Schrift ermutigen, positiv ins neue Jahr zu gehen. Wisst ihr wieso? Weil Jesus selber sagt in Johannes 14, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Er bereitet sie für uns vor. Und das können wir unseren Kindern sagen. Er macht sie fertig. Es wird wunderschön. Dann gibt es dort kein Leid, keine Krankheit, keine Sklaverei, kein Krieg, kein Tod, keine Sünde. Und wenn er fertig ist, dann kommt er und wird euch die schönste Wohnung präsentieren, die ihr je gesehen habt. Wollt ihr in diese Wohnung mal reingehen? Wisst ihr, wer dort auf euch warten wird? Jesus selbst. Er wird euch die Tür aufmachen und euch von Herzen umarmen und sagen, schön, dass du mich angenommen hast. Jetzt können wir in der Ewigkeit zusammenleben. Es wird der schönste Moment in eurem Leben sein. Und ihr werdet euch an diese Aussage erinnern. Es wird der schönste Moment in eurem Leben sein. Gott segne euch und schenke euch Freude, wenn ihr 2024 sozusagen in dieses neue Jahr geht. Gott segne euch. Amen. Jedes Jahr, das ihm noch bleibt, ist wie Sand in seiner Hand. Was ist sein Ziel, das, was ihn treibt? Wie ein Wanderer, der seine Heimat niemals fand. Viele Chancen, umzukehren, schlug er aus. Nimm die Sorgen, seine Mühen und den Schmerz. Heile sein gebrochenes Herz. Was du vermagst, ist so viel mehr als jedes Heer der Welt. Und was du gibst, ist nicht bezahlbar, nicht mit Macht und Geld. König der Könige, offenbare deine Allmacht, Herr. An seinem Herzen wirke du ein Wunder dir zur Ehre. Klopf an seine Herzenstür, sanft wie milder Küste. Schenk ihm deinen Geist dafür. Lehr ihn glauben, Herr, wie ein neugeborenes Kind. Mit ihm ewig leben, dir das Ja-Wort geben, vor dir zu stehen. Herrlichkeit zu sehen, auf schmalen Wegen, gib ihm deinen Segen für jeden Schritt zurück. Hilf ihm zwei nach vorn zu gehen, was du vermagst, ist so viel mehr als jedes Heer der Welt. Und was du gibst, ist nicht bezahlbar, nicht mit Macht und Geld. König der Könige, offenbare deine Allmacht, Herr. An seinem Herzen wirke du ein Wunder.
zu deiner Was du vermagst, ist so viel mehr als jedes Heer der Welt. Und was du gibst, ist nicht bezahlbar, nichts mit Macht und Geld.